Mecklenburg-Vorpommern hat am 26. September diesen Jahres einen neuen Landtag gewählt. Die Präsidenten und Hauptgeschäftsführer der 5 Wirtschaftskammern des Landes haben sich am 27. September im Ludwig-Bölkow-Haus in Schwerin zu einer außerordentlichen Sitzung getroffen. Die 3 Industrie- und 2 Handwerkskammern vertreten alle Unternehmen des Landes. Umso wichtiger sind klare und einheitliche wirtschaftspolitische Positionen gegenüber der Politik. Der IHK zu Schwerin obliegt für die Dauer von 2 Jahren die Geschäftsführung der IHKs in Mecklenburg-Vorpommern. Sie vertreten rund 85.000 Unternehmen mit rund 500.000 Beschäftigten. Mecklenburg-Vorpommern hat gestern gewählt und die 5 Wirtschaftskammern im Land haben sich heute Morgen sofort hier in Schwerin getroffen, um ihren Forderungen weiter Ausdruck zu verleihen, die wir auch vor der Wahl bereits formuliert hatten. Und wir wollen gemeinsam alle beiden Handwerkskammern und die 3 Industrie- und Handelskammern jetzt mit einer zukünftigen Regierung und mit deren Vertretern sehr schnell ins Gespräch kommen, um unsere Forderungen auch zu platzieren, um einen Koalitionsvertrag so entstehen zu lassen, dass er für die Wirtschaft Rahmenbedingungen setzt, die für die nächsten 5 Jahre wirklich nach vorne zeigen, die es gestatten, dieses Land wirtschaftlich weiter nach vorne zu bringen und zu entwickeln. Für die Handwerkskammern liegt die Geschäftsführung bei der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern mit Sitz in Rostock. Bei den beiden Handwerkskammern im Land sind mehr als 20.000 Unternehmen verzeichnet mit knapp 120.000 Mitarbeitern. Die Ausbildung im Handwerk hat in den letzten Jahren wieder an Fahrt aufgenommen. Die starke Entwicklung des Handwerks gerade in den letzten Jahren muss auch politisch flankiert werden. Die Forderung an die Landesregierung ist, dass sie jetzt schnell in Koalitionsverhandlungen eintritt. Und wir erwarten und würden uns wünschen, dass es eine Regierung der Mitte wird. Des Weiteren erwarten wir, dass wir gemeinsam dem Fachkräftemangel begegnen. Im Handwerk fehlen 2.000 Handwerker, also wir haben 2.000 offene Stellen im Handwerk und 500 Ausbildungsplätze sind noch nicht besetzt. Das heißt, die duale Berufsausbildung muss der akademischen Berufsausbildung mindestens gleichgesetzt werden, damit wir mehr Auszubildende auch in unsere Betriebe bekommen, um dem Fachkräftemangel entschieden entgegenwirken zu können. Die wirtschaftspolitischen Positionen und Forderungen der 5 Kammern werden dem Landtag Mecklenburg-Vorpommerns nach seiner Neukonstituierung übergeben.